Hallo Internet! Hier ist Baconzack für euch und willkommen zu meinem kleinen, schnellen Unboxing. Heute ist der 3.3.2017 und alle Nintendo-Fans wissen natürlich, was das bedeutet. Heute ist offiziell die Nintendo Switch rausgekommen. Und an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank an Nintendo Europe, dass sie mir eine Switch zum Release zur Verfügung gestellt haben. Für lau. Ich freue mich sehr. Vielen, 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 vielen Dank. Und ja, was habe ich jetzt für euch zum Auspacken? Zum einen ist da natürlich die besagte Switch mit dem blauen und roten Joy-Con. Zumindest auf den Bildern, die ich bisher gesehen habe, sieht das echt fesch aus. Dann habe ich hier noch die Spiele. 1, 2 Switch, Zelda, was natürlich der System-Seller schlechthin ist, und Just Dance. Dann habe ich hier noch eine Tragetasche für die Switch, original von Nintendo. Dann habe ich hier noch den Pro-Controller und das Glanzstück, die limitierte Special Edition von Zelda Breath of the Wild, wo auch eine Nachbildung des Master-Schwertes mit dabei ist. So, und ich fange jetzt natürlich erstmal an mit der Nintendo Switch selbst. Die gibt es auch noch in Grau, beziehungsweise da sind die Joy-Cons wirklich grau und nicht rot und blau. Falls ihr das doof findet, dass ihr einen zweifarbigen Controller habt, wenn ihr euch die Joy-Cons separat dazu kauft, dann bekommt ihr jeweils die andere Hälfte in der Farbe dazu. Die gibt es ja auch im Zweierpack. Und so könnt ihr euch rein theoretisch übrigens auch einen einfarbigen Controller zusammenstellen. So, ich zeige euch jetzt aber erstmal ganz stumpf diesen Karton. So sieht er aus. Vorne die Nintendo Switch abgebildet im Fernsehmodus. Und auf der Rückseite abgebildet als portable Version. Denn das Besondere bei der Nintendo Switch ist ja, dass sie eine Heimkonsole ist, die man auch mitnehmen kann. So wird sie zumindest vermarktet. Denn ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört bekommen, die das ein bisschen missverstehen und der Meinung sind, die Switch wäre eine portable Konsole, die man auch an den Fernseher anschließen kann. Es ist aber umgekehrt. Es ist eine stationäre Konsole, die man mitnehmen kann. Das mal dazu. So, ich muss jetzt gucken, wie das hier eigentlich aufgeht. Achso, hier ist anscheinend auch gar nichts verklebt. Das ist ja umso besser. So, machen wir das hier einfach. Oh, oh, oh. Da-da-da-da. Da haben wir sie schon. Das Tablet selbst und die beiden Joy-Cons begrüßen uns. Ich nehme erstmal die Joy-Cons raus. Oh. Okay. Die sind aber klein. Ich hatte sie mir tatsächlich größer vorgestellt. Jetzt verstehe ich auch, wie man mit denen so gut spielen kann. Ich hatte mir das nämlich irgendwie ein wenig kompliziert vorgestellt bei der Switch, dass man, wenn die Dinger so breit sind, man gegebenenfalls sich die Finger halb brechen muss, um an die Tasten zu kommen, wenn man sie halt als einzelner Controller benutzt. Aber ich muss sagen, nö, das passt tatsächlich sehr gut in meine groben Pranken. Okay, das ist der blaue. Dann haben wir hier den roten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hab das gelesen gehabt, dass Leute, die Joy-Cons ausprobiert haben oder in der Hand hatten, dass sie das überrascht hat. Die Farbgebung, also die ist wirklich sehr, sehr stark. Also die Farbe gefällt mir echt gut. Das ist seltsam, dass ich sowas als positiven Punkt anführe. Aber ich würde es nicht sagen, wenn es mich nicht wirklich überzeugen würde. Also wenn man das in Natura sieht, das sticht einem quasi richtig ins Auge, ohne weh zu tun. Das ist krass. Also die Farbe ist echt, die ist echt angenehm. Super. Das Besondere bei den Joy-Cons, ich habe es ja gerade schon gesagt, sie können auch als einzelner Controller benutzt werden. Dann habt ihr zum Beispiel hier an der Seite, wo sie normalerweise reingesteckt werden, die Schultertasten. Und ansonsten ergeben sie halt zusammen einen normalen Controller. Oder man benutzt sie halt wie Wiimotes quasi. So, die legen wir mal hier hin. Jetzt die Switch.
Switch selber. Ich bin gespannt, wie schwer sie wirklich ist. Aha. Okay. Die ist tatsächlich handlich und leicht. Erinnert mich so ein bisschen an mein altes Auto-Navi, das Navigationssystem. Kommt ungefähr von der Größe, von der Schwere hin. Wirkt auf jeden Fall wertig. Nicht billig oder irgendwas. Logisch, das würde man von Nintendo auch nicht erwarten. Hier hinten ist, glaube ich, der Fuß, der Stehfuß. Ich muss nochmal gucken, dass ich hier was falsch mache. Wie ich den rauskriege. Ich probiere es vielleicht lieber später noch einmal. Die Switch lege ich jetzt auch erstmal hier neben. Ist hier noch was drin? Ne, ich glaube, das ist nur ein sehr lustig gefalteter Karton. Dann haben wir hier ja Bedienungsanleitung und sowas. Ein HDMI-Kabel, was wir natürlich brauchen, wenn wir die Konsole an den Fernseher anschließen wollen. Was ja auch eigentlich der Sinn und Zweck davon ist. Ich weiß aber gar nicht, wie lang dieses Kabel ist. Muss mal gucken. Der Nintendo neigt ja zumindest in letzter Vergangenheit so ein bisschen dazu, Konsolen mit Kabeln auszuliefern, die ein bisschen kurz sind. Okay. Das ist halt jetzt, ja, ich würde mal schätzen, ein Meter. Ist jetzt nicht so lang. Ich glaube, da kriege ich tatsächlich schon alleine mit meinem Fernseher und wie ich das hier alles aufgebaut habe, Probleme. Aber gut. Ist ja bloß ein HDMI-Kabel. Ich glaube, ich habe auch längere hier liegen. Dann haben wir hier das Netzteil. Das geht auch von der Größe noch. Dafür, dass es eine große Konsole ist. Eigentlich. Weil man ist es ja normalerweise, zumindest früher war man es gewohnt, dass die Konsolen, gerade von Nintendo, riesige Klopper waren. Die als Mordgegenstand verwendet werden konnten. Aber das hier ist eigentlich ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lang ist hier das Kabel. Das wäre ja auch nochmal wichtig. Das Kabel ist ungefähr, ja, ich würde sagen, das ist auch ungefähr ein Meter. So, dann haben wir, was haben wir hier? Ah, okay. Das ist der Joy-Con Grip. In dieses schöne Teil steckt man die Joy-Cons rein, um dann einen normalen, vollwertigen Controller zu bekommen. Ich glaube, ich mache das mal direkt. Das heißt, der geht wahrscheinlich hier rein. Also hier einfach darinne. Sollte funktionieren. Ohne Probleme, glaube ich. Ich will nichts falsch machen. Gott bewahre. Ah, okay. Klack. Und klack. Und so hat man jetzt den normalen Default Switch Controller. Ist, wenn ich den jetzt hier so in der Hand habe. Ja. Also er ist okay. Er wirkt jetzt nicht, obwohl der zusammengesteckt ist, klapprig oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Aber ich wusste vorher schon, dass ich jemand bin, der größere oder klobigere Controller bevorzugt. Deswegen habe ich mir ja auch noch den Pro-Controller besorgt. Und ja, also er ist wirklich relativ flach, wenn man sich das jetzt hier mal so mal anschaut. Ich bin zum Beispiel ein Mensch,
der auch überhaupt nicht mit dem generellen Design von dem 3DS klarkommt. Ich habe mir extra für meinen New 3DS XL so eine Art Gummikondom besorgt, dass ich da drüber ziehe, damit ich den einfach besser in der Hand habe, weil ich auch Schmerzen an den Fingern bekomme, wenn ich längere Zeit 3DS gespielt habe. Deswegen bin ich da ein bisschen dolle pingelig. Wenn das bei euch nicht so der Fall ist, dann macht euch keine Sorgen. Der Controller ist in Ordnung. Was haben wir denn hier jetzt noch? Ah, okay. Das sind die Schlaufen für die Joy-Cons. Ähnlich wie man das auch bei der Wiimote kannte. Und das Ding ist jetzt, ich muss die jetzt hier erstmal wieder rauskriegen. Okay, so. Diese Schultertasten hier oben, die sind tatsächlich ein bisschen klein. Und wenn man den so hat, auch nicht. Also man erreicht die problemlos, keine Frage. Aber hiermit wird es euch noch ein bisschen leichter gemacht. Ihr könnt nämlich hier diese, ich weiß gar nicht, wie der richtige Name dafür ist. Die offizielle Bezeichnung, ich habe es gerade vergessen. Auf jeden Fall könnt ihr das hier nochmal dran stecken. Genauso wie an den Joy-Con Grip. Und dann habt ihr... Oh ja, das ist viel besser. Und dann könnt ihr sehr viel einfacher jetzt diese Schultertasten erreichen. Ja. Und hier wird es jetzt noch das Ding ja, für die andere Seite sein. Ist im Prinzip genau dasselbe. Also was haben wir hier jetzt noch? Ah, das ist natürlich jetzt das Switch-Dock. Okay, hier wird die Switch reingestellt, damit sie dann an den Fernseher passt, beziehungsweise das Bild der Switch auf den Fernseher übertragen wird. Vorne von der Seite. Von oben. Ich muss jetzt mal gucken. Hier sind auf jeden Fall zwei Anschlüsse für USB. Das muss ich hier anscheinend irgendwie aufmachen, hier hinten. Okay, hier sind Knöpfe, da muss man draufdrücken. Und dann kriege ich hier den Anschluss und kann hier das Netzteil HDMI und nochmal USB anschließen. Hier. Und mehr ist hier tatsächlich nicht drin. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich baue jetzt hier mal wieder den Controller ab. Ich wüsste wie. Muss ich hier noch was anderes drücken? Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin auch ein Mensch, der nie die Bedienungsanleitung liest. Vielleicht soll ich das einfach mal machen. Schau mal eben. Ah, okay. Ich war einfach nur dumm. Hier ist noch eine kleine Schlaufe, wo man das festmachen kann. Und die hatte ich reingedrückt. Und die muss man rausziehen. Wenn man das macht, dann kriegt man tatsächlich auch den Joy-Con wieder raus. So, dann nehme ich jetzt mal. Mal gucken, wo oben und unten ist. Das wird oben sein und das unten. Und packe den hier ran. Packe dann jetzt auch noch den rechten Joy-Con ran. Und habe somit die Switch im Tablet-Modus. Fühlt sich auch ehrlich gesagt relativ gut an. Wie gesagt, sehr flach, aber im Prinzip vom Gefühl her und von der Breite wie ein, ja, ein großer, noch größerer
3DS XL, muss man sagen. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Und dann würde man die Switch jetzt hier, ich hole das mal ein bisschen nach vorne, in das Dock rein. Ja, und hätte ich die Switch jetzt schon aufgebaut, dann wäre sie jetzt im TV-Modus. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal den Pro-Controller der Switch an. Das ist die Box. Dieser ist halt, oder ist dafür gedacht, für Leute, die halt solche klobigen Pranken haben wie ich. Und wie gesagt, Probleme damit haben, sich mit solchen flachen Controllern abzufinden. Deswegen gibt es halt solch einen Pro-Controller. Und ich bin gespannt, wie der in der Hand liegt. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwas... Nein, der ist auch einfach nur so. Nicht zerklebt. Ich hasse das ja eigentlich, wenn die immer alles festkleben. Jetzt habe ich mein Messerchen, mein Apfelmesser, was ich mir dazu genommen habe, noch gar nicht gebraucht. Und hier ist der gute. Wieder eine Bedienungsanleitung natürlich. Da-da-da-da. Und hier ist der Switch Pro Controller. Wirkt auf mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie, wie als wenn ein Xbox-Controller ein Kind mit einem PlayStation-Controller gezeugt hätte. Und ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Herangehensweise von Nintendo, weil sich diese beiden Controller in den letzten Jahren bewährt haben in der Industrie. Und ich muss sagen, der liegt sehr gut in der Hand. Also wirklich sehr gut. Ich persönlich fände es nicht so gut, dass er diesen, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, und diesen leicht durchschimmernden Plastikeffekt hat hier vorne, dass man so ein bisschen das Innenleben des Controllers sieht. Ich persönlich finde das nicht so toll. Das ist aber einfach nur mein Geschmack, mein ästhetisches Empfinden. Es gab ja auch damals die Sonderedition vom N64, die auch quasi auch so halb durchsichtig waren in verschiedenen Farben. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Hommage daran, ich weiß es nicht. Ich könnte hier nochmal diese Folie entfernen. Ah, ein wunderbares Gefühl. Hier oben ist er dann auf Hochglanz. Und ja, was noch dabei war, ist halt hier dieses Ladekabel. Und das ist auch circa 1 Meter lang. Ja. Einfach nur stinknormales Mini-USB. Ansonsten ist da auch gar nichts drin. Weiter. Dann kommen wir jetzt zu der offiziellen Nintendo Switch Tragetasche, Aufbewahrungsbox. Denn wenn die Switch eine portable Konsole auch ist, dann nimmt man sie auch mit. Und dann ist sie natürlich vielen Gefahren ausgesetzt. Und seine Switch möchte man dann natürlich, zumindest bin ich da so, so gut wie möglich schützen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten aufmache. Ich glaube, von unten geht sie am besten, ja. Diese Tragetasche wird mir hoffentlich dabei helfen, die Switch zu schützen. Ich habe hier mal wieder eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier eine Schutzfolie, die wir auf das Display der Switch anbringen können, um sie vor Kratzern zu schützen, was ich nachher auch noch machen werde. Und dann hier die eigentliche Tragetasche. Mit dem Nintendo Switch-Symbol. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein hochwertigeres Schuletui. Hört sich auch so an. Ah, okay. Und innen drinne ist das schön gefüttert. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mikrofaser ist es, glaube ich, nicht. Wobei, könnte es Mikrofaser sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier innen drinne so flauschig, dass ich da nur wenig Staub oder wenig Schmutz auf der Switch selber ablagern kann. Ah, okay. Und hier hat man jetzt sogar noch ein kleines Täschchen, wo man Spiele reinpacken könnte. Für die Switch. Sehr gut. Ich bin der Meinung, diese Tasche wird mir
sehr gute Dienste leisten. So, und dann machen wir uns jetzt noch an die wunderbare Limited Edition von Zelda Breath of the Wild. Ich muss tatsächlich sagen, ich find's lustig, dass die Box von der Limited Edition von Zelda größer ist als die eigentliche Box der Switch. Aber gut, eine sehr schöne Box, bei dem das Artwork um den ganzen Karton drumherum geht. So sieht sie aus. Enthalten in der Box ist übrigens natürlich das Spiel selber, dann ein Soundtrack und das Masterschwert in Miniatur. Und ich bin gespannt, wie gut das Masterschwert tatsächlich letztendlich aussieht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass unsere Special Edition nicht diese Karte dabei hat, die in der nordamerikanischen dabei ist. Oben begrüßungsdirekt der Soundtrack. Es ist eine Sound Selection, das heißt, es ist nicht der komplette Soundtrack. Was haben wir denn da? Wir haben das Main Team, Field Day, Battlefield, Shrine Battle, Riding Day, Riding Night, The Temple of Time, Guardian Battle, Talos Battle, Hinox Battle, Stables, Kass Team, Kakariko Village. Okay, ich wurde gerade gespoilert, dass Kakariko wieder in dem Spiel ist. Kakariko Village, Rito Village. Okay, ich wurde auch gerade gespoilert, dass das tatsächlich Rito sind, diese Vogelmenschen und nicht die Focker. Rito Village, Goron City, Soras Domain, Soras Domain, Gerudo Town und Main Team live. Was auch immer, warum es live ist. Wahrscheinlich eine Live-Aufnahme, okay. Ja, okay, cool. Dazu dann natürlich das Spiel. Logisch. Hat hinten nochmal dasselbe im Prinzip, wie auf der großen Box auch schon draufsteht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück. Mal gucken, wie ich das hier aufmache. Okay, so. Das geht zur Seite. Kann ich das jetzt hier so rausziehen oder muss ich... Ich leg's mal lieber hin. Das hier ist so raus, beziehungsweise lasse ich die Schwerkraft für mich arbeiten. Ah. Begegnet diese schöne Box. Sehr schön, dass hier das japanische Logo auch noch mit drauf ist auf der Seite. Dann brauche ich jetzt mal wieder mein Apfelmesser. Bin jetzt gespannt. Ich muss dazu sagen, ich habe einen, vorhin habe ich auf Facebook in der, vielleicht kennen Sie eine von euch, Pokémon-Fans 20+ Gruppe, die sehr schön ist, eine sehr gute Gruppe. Habe ich ein Bild von jemandem gesehen, der auch die Special Edition bekommen hat von Amazon. Und er hat ein Ding aufgemacht und das Schwert war direkt kaputt in der Box. Ich habe keine Ahnung, aber der Typ hat mir voll leid getan. Ich hoffe, bei mir ist es jetzt nicht so. Weil das ist halt auch nicht billig, das Ding, ne? Hier, diese Special Edition. Aber auf jeden Fall ist sie innen drin mit Styropor eingepackt. Was an sich schon mal ganz gut ist. Messer. Zack. Vorsichtig. Jetzt müsste es eigentlich aufgehen. Ich glaube, ich habe die falsche Seite. Da 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 da. Das ist schwerer als gedacht. Oh. Tatsächlich wirklich schwerer als gedacht. Hier haben wir es. Das Master Schwert auf dem Sockel. Auf dem Sockel wächst ein kleines, schönes Blümchen. Da ist es.
wirklich echt schön gemacht. Ich habe hier auch schon Special Editions mir gekauft oder bekommen, wo ich auch dachte auf dem Bild, boah, das ist der Hammer. Als ich ausgepackt habe, war ich hart enttäuscht. Wie zum Beispiel von der Metal Gear Solid 5 Special Edition. Da habe ich ja auch ein Unboxing hier hochgeladen. Auf der Unterseite sieht man nochmal das Zelda-Logo. Ja. Sehr schön, also die Details auf dem Schwert sind doch echt schön, weil es wirklich metallisch aussieht und auch wirklich zum Teil ja halt verbraucht. Ja? Also wirklich wie ein metallenes Schwert. So, und dann packen wir jetzt natürlich noch, um einfach mal die Größe zu zeigen, von den Switch Cartridges nochmal hier Zelda direkt mit aus. Wenn ich es auch bekommen würde, aber ich habe jetzt zum Glück mein Apfelmesser. Zack. Folie weg. Ich hasse das, dass die Spiele meistens hier so eine Reißleine haben, wie viel Kaugummi, aber nie funktioniert das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dazu. Aber bei mir funktioniert das nie. So. Dann öffnen wir jetzt die Packung. Ach, ich vermisse die Zeit, wo wir noch wirklich Spieleanleitungen bekommen haben. Und nicht so was hier. Aber sehr schön, dass es von innen drinne halt auch nochmal das Bild des Masterschwerts zeigt auf der Lichtung. Dieses winzige kleine Ding ist tatsächlich ein Switch-Spiel. Die Dinger sind hammerklein. Gerade mal so groß wie eine handelsübliche SD-Karte. Also tatsächlich auch kleiner als die 3DS-Spiele, die es gibt. Na gut. Hier mal zum Vergleich. Ocarina of Time 3D neben Breath of the Wild für die Switch, um das Größenverhältnis mal abzuchecken. Die sind wirklich, wirklich, wirklich klein. Und auch im Verhältnis zu einer 3DS-Hülle, um euch das zu zeigen. Ocarina of Time im Vergleich zu Breath of the Wild. Also sie sind ungefähr so groß wie PSP-Hüllen auf jeden Fall. Ja, alles ein bisschen kleiner. Freut sich die Umwelt drüber. Alles gut. So, und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eine kleine Sache übrig, und das wäre dieses Masterschwert im Größenvergleich mit meinem richtigen Masterschwert. Also mein Masterschwert hat Lebensgröße, auch mein Hylia-Schild, und daneben gehalten, oh, wirkt doch schon wie so ein Zartstor, ne? Aber hier sieht man, dass halt mein Masterschwert, was ich halt habe, nicht so wirklich farbecht ist, wie das Original, zumindest wie das in dem Spiel. Das ist halt mehr Ocarina of Time nachempfunden. Und das Master Sword of Breath of the Wild wirkt so, als wäre es mehr an Skyward Sword orientiert. Aber gut, ich finde, es ist auf jeden Fall ein hammerschickes Stück Merchandise. Kommt in meine Vitrine, wie so viel anderer Kram auch. Und ich möchte jetzt unbedingt Zelda zocken und danach dieses Chaos hier beseitigen. Und ja, wenn ihr euch dieses Unboxing angesehen habt, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschö mit Ö und hauen Sie Bounce.